Eine Art, die in Europa auch besonders dramatisch zurückgeht, ist der große Brachvogel. Das ist ein Vogel, der auf Wiesen lebt und der leidet einmal an der Art und Weise, wie wir Landwirtschaft machen, dass wir Wiesen verlieren, dass immer mehr Äcker entstehen. Aber der Brachvogel leidet auch am Klimawandel. Das ist eine Art, die eher in nördlichen Breiten vorkommt und die Wiesen bieten dann auch nicht so viel Nahrung. Die Folge davon ist, dass man, wenn man Hochrechnungen macht, wie sich die Bestände des Brachvogels in Europa verändern sollten, wir mit einer Abnahme von 40% rechnen müssen.